Leute, weiter geht's mit einer weiteren Folge der Need for Speed Serie. Und ich hoffe, ihr habt eine Freude, hier mit dabei zu sein. Es werden jetzt fast täglich immer Videos rauskommen. Und wir machen uns hier den ersten Namen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Folge gefällt. Und schickt weiterhin eure schönsten Wagen auf Instagram. Und ich veröffentliche sie dann auch daher. Wenn wir dieses hier starten, wir haben 100 Geldbelohnung, 5000 Dollar. Ja, fahr los. Also das Radio nicht ausschalten. Hier unten. Das ist sehr laut. Sprachlautstärke, Musikgesamtlautstärke. Das stellen wir mal runter. Warum es so langsam runter geht, weiß ich auch nicht. Sprachlautstärke kann gern etwas lauter sein. Da. Und fortsetzen. Ob ist die Kurve nicht gekratzt? Schnappschuss. Wie habe ich hier einen Schnappschuss zusammengebracht? Ah, so geht der Schnappschuss oder was? Schnappschuss wird hochgeladen. Was zum Teufel soll das? Da fährt sogar ein Rettungswagen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Kenny. Der war böse. Ups, der war wichtig. Er weiß nicht, wo sie hinfahrt. Sehr interessant, was das hier sein soll. Aber es war wohl ein kleiner Unfall. Aber einer hat gewartet. Nicht schlecht hier in Palm City. Wo fährst du denn hin? Was ist denn hier los? Plötzlich fährt sie um die Kurve. Die Steine kann man einfach so durchdringen. Und hier kann man rein. So. Dann schauen wir mal, was das hier wird. Vollbremsung. Platz 1. So, fahr los. Oh, Anna drängt mich einfach ab, das ist wichtig. So, wird ein bisschen schwierig hier den ersten zu überholen. Aber ganz gut. Nikita, lenke, drücke. Gut, dann mache ich das auch. Geh weg, Bro. Bro, du sollst weggehen, habe ich gesagt. Ich lenke hier nirgendwo hin. Ich würde dann gerne eine
eine reinhauen, rein einholen. So meine ich. Ja. Und Nikita ist sehr schwer einzuholen. 60% kann ich jetzt in der nächsten Kurve mal behaupten, hier jemanden aufzuholen. Boah, scheiße. Ja, der war wichtig. Der war sicherlich wichtig. Das steht mir. Oh, ernsthaft? Ich komme vom zweiten auf den vierten, fünften Platz. Wegen so einer Scheiße hier. Weil hier drei Idioten im Weg stehen. Eine Frechheit sondergleichen. Aber sie warten und sie warten und sie warten. Brut weiter, noch 500 Meter. Und da ist das Ziel. Och komm, och komm, och komm. Nein, nein, Anna. Beendet. Zweiter. Ach komm schon. Gibt's denn das? Das war so knapp. Das war so knapp. Okay, hier entlang. Eigentlich ganz gutes Rennen, aber zweiter. Einfach so abgeschossen, einfach so rausgeflogen. Oh shit. Und fahren wie eine Künstlerin. Pay-View Park. Und der Regen sieht absolut genial aus. Absolut ein Traum. Wie sie hier an der Scheibe picken bleiben. Oh, die Polizei steht direkt vor der Haustür, Stufenaufstieg. Garage aufgesucht, Nacht beendet, aber das Auto schaut Horror aus nach dieser Nacht. 8000 Rap gewinnen, 708 Rap. 1062 und Level 2. Gar nicht mal so schlecht, gar nicht mal so übel. Nächste Stufe. Okay, so kann man also die Reps erhöhen. Nächster Morgen. Deinen Namen abgeschlossen, sehr gut. Und 5000 Dollar dazu gewonnen. Ja, nicht schlecht. Leistungstuning. Standard 1,4K. Okay. Hilfsidee, Standard. Killswitch. Aha. Radarstörfeld. Nicht schlecht. Und das Optiktuning machen wir jetzt noch. So, Folie bearbeiten. Farbe. Die Farbe werden wir jetzt ändern. Auf ein nices Ding.
Finish. Ich frage mich, was hier mit dem Grün so ist. Helligkeit. Oh ja, Baby, das sieht scharf aus. Das sieht wirklich scharf aus. Machen wir hier noch einen Deckel. Deckel hinzufügen. Machen wir auf der einen Seite die österreichische Fahne. Und wir machen noch ein Deckel dazu. Und zwar. Aha, was ist jetzt los? So, Buchstaben. Kann man das benutzen? Nehmen wir auf der anderen Seite Denise. Kann man das noch einmal bearbeiten? Farbe ändern. In einem schönen Schwarz. Ja, yeah, so schaut's gut aus. Schaut doch ganz gut aus. Wir nennen das deswegen Denise. So. Hier kommt der Kernelmediziner dazu. Denise heißt übrigens auch meine Freundin. Vielleicht deshalb rothaarig auch noch dazu. Kernelmediziner. Hierher Farbe ändern, schwarz drehen. Nein. Ach komm schon. So, Kellermediziner skalieren. Das schaut doch ganz stark aus. Hier vorne. Nope. Frontscheibe. Cool. In der Frontscheibe bauen wir auch noch was Cooles ein. Eine Schnecke, die schielt. Oder was bauen wir hier ein? Augen. Sieht doch relativ stark aus. Dann sind wir fertig. Änderungen speichern. Folie wird gespeichert und das ist ganz gut. Reifenqualm. Einen grünen Reifenqualm. Das braucht man noch nicht. Handhupe braucht man auch noch nicht. Auspuffsound braucht man auch noch nicht. Leistungstuning. Steuergerät 10.000 geht sich nicht so ganz aus. Kurbelwelle geht sich auch noch nicht so aus und deswegen. Gibt es hier Racer-Herausforderung? Nacht gewinnen, Nacht-Event gewinnen, Tag-Event fahren. Da gibt es hier Geld, nachts gibt es. Geld, Tag, gibt es etwas anderes. Gut, dann nehmen wir das Tag an. Und Tag. Probieren wir es zuerst mit Tag. Und das schaut ziemlich stark aus. Na, was ist jetzt?
kommt er nicht raus aus seinem Wagen. Ah, hat nur ein wenig gedauert. So, was müssen wir machen? Siehst du mal an, Codex aktualisiert. Erreiche Rep Stufe 7. Erlange Aufmerksamkeit. Okay. Das geht einfach nicht. Ich dachte, vielleicht kann ich da etwas mehr machen. Fahren wir mal ganz kurz zum Umdrehen. Okay, mach mal. Oh, zu schwach. Ich wollte es einfach mal probieren, aber es geht nicht. So, jetzt versuchen wir es dann ein letztes Mal. Und dann fahren wir da einfach mal runter. Und der Sonnenaufgang schaut auch nicht so schlecht aus. Da. Sehr gut, das ist alles wieder voll. Perfekt. Okay, das ist sehr knapp. Funktioniert anscheinend nicht. Sehr traurig, aber wahr. Wahrscheinlich geht es einfach nicht. So. Wo wollen wir da hin? Das ist die Frage. Erfordert Ref Stufe 7, okay. Okay, das mit den Haken haben wir schon. Was ist da drüben? Das heißt, wir müssen einfach nur Rennen fahren. Jetzt einfach mal. Und ja, bevor wir da in das Event starten, mache ich hier wieder einen Cut, liebe Leute, und wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.